Vertreter aller Initiativen suchen im Foyer der Messe das Gespräch. Sie wollen aufklären und überzeugen. Die gesamte Bandbreite an relevanten Themen zum geplanten Stadionneubau für den SC Freiburg am Wolfswinkel ist durch 10 Infostände abgebildet. Um 19 Uhr beginnt dann die Podiumsdiskussion. Eröffnet wird sie von Oberbürgermeister Dieter Salomon. In einer 10-minütigen Rede sichert er dem Sportclub jede mögliche Unterstützung für das Stadionprojekt zu. Er bezeichnet das Finanzkonzept als seriös, nennt den Sportclub einen wichtigen Identifikationsträger für die Stadt, erläutert, dass der Standort Wolfswinkel keine K.O.-Kriterien hat. Die Frage ist doch schlicht und ergreifend, ob wir dem SC Freiburg helfen wollen, ob es uns das wert ist, dem besten Botschafter, einem gut geführten Verein, langfristig eine Perspektive in der ersten Bundesliga zu verschaffen oder nicht. Dann kann man sich über den Standort streiten. Ich denke, wir haben einen nahezu optimalen Standort gesprochen. Dann kann man sich über die Finanzierung streiten. Aber ich finde, wenn der SC Freiburg das Ganze über die Pacht selber bezahlt und die Stadt, was ja der Stadt was nützt, für die Infrastruktur aufkommt, dann ist das ein faires Geschäft. Im Anschluss kommen 9 Stadträte zu Wort. 6 davon sprechen sich für die vorgelegten Konzepte zur Stadionplanung am Wolfswinkel aus. Die restlichen kritisieren das Projekt vor allem wegen deren Finanzierung. Zu risikoreich, zu unseriös, zu unrealistisch beklagen sie. Allen voran Gerlinde Schrempf. Nicht mit den Mitteln des Bürgers. Wir haben wahnsinnige Kosten zu tragen. Der OB hat es ja teilweise erwähnt. Heute Mittag war eine gemeinderätliche Sitzung. Da ging es um die Sanierung des Lycée-Turenne. Da sagen alle großen Fraktionen, ja, wir haben kein Geld. Ja, warum haben wir kein Geld? Ja? Und das kann ich also auflisten. Nebenbei halte ich die Geschichte mit dieser Links-Rechts-Verlagerung Rothausbrauerei, die halte ich für unglaublich unseriös. Das Finanzkonzept sieht vor, dass Stadion und Trainingsplätze 70 Millionen Euro kosten werden. Davon übernimmt laut Planung der SC 15 Millionen, die Staatsbrauerei Rothaus rund 13 Millionen und das Land 10 Millionen Euro plus X. Der restliche Betrag von rund 32 Millionen übernimmt die Stadt. Der Sportclub bezahlt diese Summe dann über jährliche Pachtbeträge wieder ab. Der zweite große Punkt mit dem Stadion verbunden ist die Infrastruktur. Da haben wir heute Abend gehört und auch in unseren Vorlagen ausgeführt, dass die etwa 38 Millionen kostet. Beide Zahlen sind auch mit Risikofaktoren gerechnet. Alleine bei den 38 Millionen haben wir etwa 10% Puffer eingerechnet für Risikofaktoren. Diese 38 Millionen wird die öffentliche Hand, wird der Steuerzahler, wird die Stadt Freiburg zahlen. Nach rund 90 Minuten ist die Diskussion für die etwa 500 Zuhörer vorbei. Die Menge lässt sich dabei größtenteils in 2 Lager trennen, in Befürworter und in Kritiker des Projekts. Letztgenannte konnte die Debatte aber nicht überzeugen. Ich denke, die Stadt versucht da schon mit Unterstützung eine gewisse Propaganda aufzuziehen, die das Ganze eben sehr schmackhaft machen wird. Also die sind sich alle einig, der OB vor allen Dingen, ne, mit seinen Kumpanen. Und es ist abgekatertes Spiel, das Ganze. Ne? Zum Herrn Salomon bin ich nicht konform. Ich würde ganz ehrlich sagen, wenn der SC ein neues Stadion will, dann soll er das selber alleine bezahlen. Für alle Interessensgruppen ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Deshalb sind ab dem 19. Dezember verschiedene Werbekampagnen der Initiativen und Fraktionen in der Freiburger Innenstadt geplant. Dabei gilt es einerseits, die Menschen zu erreichen, andererseits sie auch am 1. Februar zum Abstimmen zu bewegen. Der Wahlkampf um das SC-Stadion am Wolfswinkel kann beginnen.